Lego Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4. Und neues Spiel. Das, was man testet. Das ist da unten dran. Das ist komisch mit zwei Spielständen. Ne? Und das hier. Ja. Kreis. Ladekopf als Harry. Ladekopf als Harry. Auch interessant. Und jetzt wollen wir einfach mal erst Level spielen und dann sehen wir weiter. Und jetzt bitte leise, Papa. Papa! Leise! Papa, leise. Oh. Oh. Papa, leise. Papa, leise. Sehr komisch. Unser Harry. Potter. Na, der Brief. Da kommen noch ein paar seine Stimmen. Ja? In Filmen kommen die ja aber da gleich die ganze Stube voll. Den Film sollte man echt empfehlen, weil der Film ist sehr verrückt. In Lego wird er noch verrückter, glaube ich. Harry Potter mit den ganzen Zaubersprüchen, Legalium Leviosa, Expecto Patronum. Was weiß ich noch? Wie duckst du? Verwandlung? Keine Ahnung. Ich soll auch nicht mehr da groß sein. Also, weg davon. Aber natürlich Hagrid. Im Film hat Hagrid ihm nicht gleich das gegeben. Harry ist nicht gleich halt zu ihm gekommen. Er war in der Ecke, hat sich versteckt. Der Vater mit der Muskete, erstmal schön hier lang. Hagrid, die Spitze angefasst, nach oben. Ich schoss nach oben. So, richtig cool. Hagrid! Yes, ich bin Hagrid. Hagrid. Papa! Papa, ich glaube, ich weiß sogar, wie wir an den Haus kommen. Ja, ich glaube, das wird schon gar nicht auf sich haben. Ich zauber erstmal ein bisschen. Ich glaube, ich sollte erst ein bisschen fertig zaubern. Okay. Eins von zwei. Papa, eins von zwei. Ich habe einen Bilderrahmen zusammen. Ich muss das hier. So, das ist ein Stein. Wir gucken auch erstmal. Oh, Stühle. Papa. Wie lang musst du da oben ist ein Haus basteln? Du musst. Ja, und jetzt. Ja, Minikits, glaube ich. Ich glaube, das sind Minikits. Oh,
unendliche Quelle. Es gibt ja unendliche Quellen, die man Geld sammeln kann. Aber nur zu einer bestimmten Zeit. Ich denke, da kann ich auch zaubern. Zaubern ist sehr wichtig. Ja, besonders am Anfang, noch wenn Harry halt nichts kann. Unten sollte ich eine Menge können. Papa, ich glaube, stell dich mal da drauf. Kreis und du musst es hier ran machen. Drück mal Kreis und jetzt komm nach unten. Hier ran musst du da. Ich glaube, hier drin können wir nicht viel machen. Gehen wir erstmal raus. Ich glaube, wir sollten erstmal zur Bank. Ich glaube, hier kann man eine Menge kaputt machen, Papa. Hier ist das, Papa, guck mal nach vorne. Papa. Hauswappen. Yay. Hauswappen Nummer 2. Kannst du dich, glaube ich, verstecken, oder? Ich baue mir lieber hier auf. Na, Roboter. Der Dreieck. Ja. Na. Manchmal muss man die lassen, aber manche Sachen ist so verrückt. Papa, Papa, guck mal Dreieck. Kannst du absteigen. Papa, stell dich mal da drauf. Stell dich mal. Haben wir, glaube ich, was gerettet, oder? Ja. Da oben war, haben wir nur jemanden. Papa, ich glaube, Lumos! Da können wir Lumos nur anwenden. Papa, das drauf kann ich nur. Ich mach's kaputt. Da oben ist ganz viel. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ich baue hier mal einen Zauber. Ich kümmere mich mal dann. Ich habe das gerade kaputt gemacht. Du, Mick, willst du? Kreis? Kreis ist das Leben von Sachen. Jetzt da rein mit Kreis. Kreis. Ich würde weggehen. Nein, das kann ich glaube ich nicht. Nein, kann ich nicht. Das hätte ich gern gemacht. Papa, ich bin stark. Ich geh schon mal in die Bank. Geld abholen. Ja, Geld abholen. Geld abholen war es ja auch so im Film, dass sie erst Geld brauchen. Der sicherste Ort. Ja, ich zauber hier ein bisschen. Ich zauber mir ein bisschen Geld. Lichter anmachen. Stopp, zaubern, wie galt im Nebulosa erlernen, ist erstmal das Wichtigste. Leicht. Die Leiter kann ich hier nicht. Das wollte ich eigentlich. Sprengen.
Versuch Nummer 2. Du sollst erst nach da. Ah, ja. Und jetzt kannst du gucken. Natürlich muss man auch zur Seite springen können. Und nicht. Jetzt. Papa, ich zauber jetzt noch ein bisschen. Papa! Nee. Ich kann jetzt nicht. Und der wurde gibt 92 so. Ja, jetzt kann ich. Nein. Das Geld holen wir jetzt, Papa. Ich mach schon mal das Tor auf. Das Geld ist schon. Wir brauchen alles. Er kann ja nur Vegasium, Nerviosa und mehr nicht. Manche Sachen muss man so überstehen, manche könnten auch nicht mehr da reinpassen. Ja, Papa, wir müssen weiter. Aber natürlich ist die Fahrt länger. Ja, ist ein bisschen länger. Vielleicht nur so eine kleine nachgemachte Routine. Dann bist du tot. Lass mich lieber mal die Zugstücke machen. Nicht da. Papa, nicht in den Tresor rein. Nicht in den rein, sondern in den anderen machen wir noch auf. Ich bin. Papa, wir gucken lieber mal, was in den anderen noch drin ist. Da rein können wir. Ja, da war der Zauberer voll. Ja, gleich! Kann ich hier erstmal ein bisschen zaubern? Kaputt machen ist auch wichtig. Stell dich mal da drauf. Geld. Jetzt können wir woanders. Ja. Herr Ego, weil die ist gleich da reingegangen. Da. Und jetzt kommt halt der Stein der Weißen. Naja, nicht ganz. Das war der falsche Raum. Naja, eigentlich. Das ist nämlich Harry Potter, der Stein der Weißen. Damit ist Hagrid jetzt unbesiegbar. Zumindest Harry war dann unbesiegbar in dem dritten Part. Im Jahr Nummer 2. Hmm.
Zauberstab sucht sich deinen Zauberer. Du kannst jetzt immer noch nicht zaubern, Papa. Du hast ja noch nichts erlernt. Das war kurz. Ja. Keine Ahnung, bestimmt, weil die anderen das noch umringen mit. Ja, wahrer Zauberer. In der Prinzess. Ja, sehr, sehr viele auf jeden Fall. Gerettet haben wir. Naja, 10 Minuten ist ja noch ganz okay. 3. Ja, Zauberer. Schüler 3. Nicht schlecht im ersten Level. Ciao, ciao, peace. Wir sehen uns im nächsten Video wieder auf der Reihe, Leute. Ciao.